Juli diesen Jahres hat der Senat entschieden, dass der Betrieb der... Ups, Redezeit Ende steht hier. So kurz wollte ich es nicht halten, Entschuldigung. Also im Juli dieses Jahres hat der Senat entschieden, dass der Betrieb der S-Bahn teilweise ausgeschrieben wird. Und das bedeutet, die Züge soll der neue Betreiber bereitstellen. Und das wiederum bedeutet, dass die neuen Züge erst im Jahr 2014 frühestens bestellt werden. Das Parlament, auch das muss an dieser Stelle erwähnt werden, wurde bei dieser Entscheidung nicht einbezogen. Das ist und bleibt kein demokratischer Umgang und Vorgang. Aber weiter. Alle Verkehrspolitikerinnen und Verkehrspolitiker in dieser Stadt sehen nun, wenn sie die Augen aufmachen, ein Problem. Nämlich die Frage, erleben wir nach dem Dauerausfall der S-Bahn in den letzten Jahren im Jahr 2017, 2018 ein weiteres Desaster, weil wir nicht genügend neue Züge haben. Und deswegen, wegen dieser Frage, fanden wir es sehr notwendig, dieses Thema heute erneut zu besprechen. Es geht schließlich um nichts weniger als die Verkehrsinfrastruktur dieser Stadt. Und bei diesem Thema haben die politischen Verantwortlichen in den letzten Jahren eben kein gutes Bild abgegeben. Uns allen muss es darum gehen, die Zuverlässigkeit des S-Bahn-Verkehrs wiederherzustellen und das auch dauerhaft. Daher bewegt uns und viele andere die Frage, wieso der Senat sich gegen die zeitnahe Beschaffung neuer Züge entschieden hat. Entsprechende Konzepte lagen auch hier im Parlament vor. Insbesondere bewegt mich die Frage, wieso der Senat gegen einen landeseigenen Fuhrpark entschieden hat. Ein landeseigener Fuhrpark wurde gerade durch die gesamte Opposition hier im Hause gefordert. Wir hätten damit mehr Zugriff und Einfluss auf den Fuhrpark gehabt, also genau auf die Stelle, wo es in den letzten 3 Jahren so derartig gehakt hat. Und auch das muss man feststellen, wir hätten das Problem der späten Zugbestellung mildern können. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 5 Jahren neue Züge gehabt hätten, wäre deutlich höher als nach dem Verfahren, wie es der Senat jetzt gewählt hat. Und als Bonbon quasi hätte es auch mit den Rekommunalisierungswünschen, insbesondere auch aus Teilen der SPD, übereingestimmt. Die SPD AG Davos hätte einen Teilerfolg wenigstens erzielen können. Deswegen, vor diesem Hintergrund, lautet unsere erste Frage, auf die wir gerne eine verbindliche und keine ausweichende Antwort haben wollen. Weshalb hat sich der Senat gegen den Aufbau eines landeseigenen Fuhrparks und überdies gegen eine separate Zugbestellung entschieden? Dazu werden wir hoffentlich dann ausführlich und genau was hören. Und genau, nicht nur ausführlich. Wir sehen jetzt ein Vergabeverfahren, das beklagt werden kann und wird. Und Zeit ist an dieser Stelle die größte Herausforderung, das wissen wir spätestens seit 2010. Und ja, es ist immer die gleiche Frage, weil sie eben noch nicht gelöst ist. Trotzdem wird gezögert und verzögert. Und da wir alle wissen, dass der vorliegende Zeitplan kaum zu halten ist, wollen wir mit unserer zweiten Frage ohne Umschweife die Verantwortlichkeit klären. Daher lautet diese Frage, wer trägt die Verantwortung für das Gelingen des Vergabeverfahrens und insbesondere für die rechtzeitige Zugbestellung? Und wenn wir dann in ein paar Jahren wieder alle hier zusammenkommen und erkennen müssen, dass wir nicht genügend neue Züge haben, wollen wir auch geklärt haben, wer dafür verantwortlich ist, wer für die Zusatzkosten der Zugumrüstung verantwortlich ist. Daher bitten wir auch dort um eine eindeutige Antwort auf die dritte Frage, die da lautet, wer trägt die Verantwortung, wenn hohe Zahlungen an die Deutsche Bahn zur teuren Instandsetzung des jetzigen Fuhrparks zu leisten sind, weil doch nicht rechtzeitig neue S-Bahn-Züge bereitstehen? Ich erwarte vom Senat klare Antworten und kein Herumdrucksen. Wer ist verantwortlich? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn im Jahr 2017 erwartungsgemäß Probleme auftreten? Und was bedeutet für Sie eigentlich, Verantwortung zu übernehmen? Ist es mehr als nur eine hohle Floskel für den Senat? Oder was heißt es genau, wenn Sie dann im Jahr 2018 oder Ihr Nachfolger sagt, da und dort liegt die Verantwortung? Bleibt das dann stehen oder gibt es dann einen Rücktritt oder was auch immer? Ich bin gespannt auf die Antworten. Vielen Dank.